her. Sagt mir, was ihr gesehen habt und zeigt mir, wer ihr seid. Ich bin wie ein Schatten. Nicht alles Licht strahlt nach außen. Dunkelheit ist nicht immer das Fehlen von Licht. Ich bin wütend! Dunkelheit berührt hat, werdet ihr besser mit ihr fertig. Geht jetzt in Frieden.
Lenten folgt uns immer noch. Wollt ihr das tatsächlich tun, Demi? Absolut. Ich war mir im ganzen Leben noch nie so sicher. Kommandeur Lenten gibt einfach nicht auf, was? Er wird mich suchen, bis ich tot bin. Der Orden der Gerüchte kann mich schützen, aber nur, wenn man mich einsperrt wie einen Sträfling. Ich bin es leid, eine Marionette zu sein. So mag ich nicht leben. Ich werde nicht mehr weglaufen. Der Orden bietet euch eine neue Identität, Demi. Wir können euch ein neues Leben geben. Glaubt ihr wirklich, es gibt einen Ort in Tyria, den mein Vater nicht erreicht? Er hat seine Spione sogar in der schwarzen Zitadelle. Und was würde ein neues Leben schon nützen, während die Drachen Tyria zerstören? Ich kann doch nicht untätig zusehen, während die Welt in Flammen aufgeht. Was wollt ihr dann also tun, Demi? Ich könnte in die heilige Halle der Geheimnisse gehen und verschwinden. Oder der Orden schickt eine Hundertschaft Agenten aus, um Lenten und seine Leute zu töten. Nichts davon macht mich frei. Ich muss Lenten selbst entgegentreten. Ich muss meinem Vater zeigen, dass er mich nicht manipulieren kann. Ich denke, ihr habt recht, Demi. Es wird Zeit, dass ihr euch wehrt. Tybalt und ich helfen euch dabei. Was gibt's? Hey, Demi. Habt ihr kurz Zeit? Wer kämpft, braucht eine Waffe. Nehmt mein Gewehr. Schon mal geschossen? Ben wollte es mir mal zeigen. Hat fast das Ohr verloren. Na, das kriegen wir schon hin, Kleines. Da sind sie. Kommandeur Landon und seine bösen Buben. Ich bin bereit. Habt keine Angst. Wenn ihr zum Orden der Gerüchte... Ihr steckt in der Falle, Fürstin Beetlestone. Ergebt euch oder sterbt. Ihr dachtet, ihr könntet euch auf einer Insel verstecken? Ihr seid verhaftet, Fürstin Beetlestone. Sagt Vater, ich bin nicht mehr sein Töchterchen. Ich bin Freilenden. Von ihm und von euch. Fürstin Beetlestone, wenn ihr glaubt, ein paar Apfelfässer hielten mich auf, dann irrt ihr euch. Landon, ich muss euch doppelt enttäuschen. Erstens, Demi kommt nicht mit euch. Und zweitens, das sind keine Apfelfässer. Diese Spione hat schlechte Einflüsse auf euch. Vor allem dieser miese, verkündete Schau auf Sanderkeit. Mein Name ist Tybalt. Lichtbringer des Todes der Gerüchte. Und ich verdiene dein. Ich kann euch beiden gar nicht genug danken. Ihr habt mir das Leben gerettet. Und mir ein Ziel gegeben. Ich bin keine Marionette mehr. Ich trete dem Orden der Gerüchte bei und werde eine echte Agentin. Bald werde ich tun, was ihr tut. Helfen, die Welt zu retten. Eines Tages werdet ihr eine große Agentin, Demi. Im Moment kann euer Wissen einer Menge Leuten das Leben retten, wenn ihr es dem Orden mitteilt. Geht in die Höhle. Ihr werdet drinnen bereits erwartet. Vielleicht treffen wir uns eines Tages wieder. Tybalt, ich glaube, ich schulde euch noch einen Apfelwein. Das tut ihr. Wohl wahr. Aber wir haben einen letzten Punkt auf der Agenda. Die Präzeptoren wünschen euch zu sehen. Die Präzeptoren? Wer sind sie?
Die drei Präzeptoren stehen dem Orden vor, im Auftrag des Meisters der Gerüchte. Seine Identität bleibt geheim, zu unser aller Schutz. Wenn sie euch sehen wollen, muss es wichtig sein. Aber keine Sorge, ich bin an eurer Seite. Ich grüße euch. Die Präzeptoren erwarten euch bereits. Wenn ihr wollt, geht schon in die Vorkammer. Euer Freund Tybalt wartet dort auf euch. Willkommen in der heiligen Halle der Geheimnisse. Mein Name ist Halvora. Dawn, Valance und ich sind die Präzeptoren. Wir führen den Orden der Gerüchte. Riel arbeitet mit uns zusammen. Und auch Lichtbringer Tybalt kennt ihr ja bereits. Er ist voll des Lobes für euch. Unsere Operation war ein Erfolg, Präzeptor. Demi ist in Sicherheit. Und bald werden wir genug Informationen über Kaudekos haben, um ihn endgültig festzusetzen. Ihr habt euch beide außergewöhnlich gut geschlagen. Tybalt, wir haben beschlossen, euch im Felddienst zu belassen. Wirklich? Meint ihr das ernst? Ich habe weiter Felddienst! Ja! Was euch betrifft, wir ernennen euch hiermit zum Agenten und stellen euch Tybalt als permanenten Partner zur Seite. Glückwunsch! Und damit kommen wir auch schon zu eurem nächsten Auftrag. Riel, setz den Agenten kurz ins Bild. Einige der niederen Völker haben um Hilfe gebeten. Ich zeige euch die Dossiers und ihr könnt wählen, was ihr näher untersuchen wollt. Ich verdiene eine Auszeichnung.
meine Freunde aus dem Norden. Hallo liebe Spielenden, ich habe auch ein Mikro, wenn ihr also Fragen habt, einfach in den Chat reinschreiben, ansonsten einfach zuschauen für die Drops, ne? Das lohnt sich ja auch schon. Und ansonsten könnte ich euch auch ein bisschen was über Guild Wars 2 erzählen und über meinen Kanal oder so, aber einfach Fragen, dann antworte ich.
Man muss mit euch sprechen. Die Eier. Horgan ist nicht sicher. Das Wasser wird kälter. Die Bebrütung wird schwer. Nun, Qui-Gon ist froh, dass ihr euch kümmert. Haltet Qui-Gon informiert. Danke, Shashu. Qui-Gon ist Varunos Nariju, die Anführerin hier. Und wer seid ihr? Wir sind diejenigen, die euch helfen. Schildert das Problem in euren eigenen Worten, Varunos. Also vermutlich mit ganz vielen Qui-Gon brauchen Nahrung, sonst werden diese Eier nicht überleben. Aber keiner, der zum Nahrungssuchen in die Sammelgründe zieht, kommt wieder. Wir suchen sie. Bei dem Weg, den eure Sammler gegangen sind, fangen wir an. Dort nehmen wir ihre Spur auf. Qui-Gon ist einverstanden. Trefft Shashu am Ufer. Shashu zeigt euch die Berge, wo die Sammler verschwanden. Sammelgründe liegen gleich oben am Berg. Qui-Gon entschuldigt sich im Voraus, dass Qui-Gon ein Land zu langsam ist. Wird aber nicht allzu lange brauchen. Wir bringen euch hin. Aber sagt, warum entfernen sich eure Sammler so weit vom See? Böses Eis. Qui-Gon floh nach Süden, aber böses Eis kam hinterher. Jetzt macht es den See zu kalt und krank für Fisch und Qui-Gon. Böses Eis, ja. Ich nenne das Eisdrachenverderbnis. Könntet ihr noch mal weiterziehen und einen wirklich sicheren Ort suchen? Erst wenn Qui-Gons Eier geschlüpft sind. Man darf sie nicht bewegen und sie müssen sorgfältig gepflegt werden. Sonst ist diese Generation Qui-Gon die letzte. Ihr könnt weder gehen noch bleiben. Eine echte Zwickmühle. Wir kümmern uns bald um euer Eisproblem. Aber jetzt suchen wir erst die verschwundenen Sammler. Seht! Habt ihr gesehen? Es bewegt sich schnell. Folgt! Es hat seine Vorteile, die Welt zu erkunden. Ist ein schlüpfriger
netter Typ, nicht wahr? Keine Sorge. Wir kriegen ihn. Versperrt den Weg. Quaggan muss tapfer sein. Dann ein anderes Mal. Der Wind ist ziemlich kräftig. Haltet euch lieber dicht an der Wand, bis er nachlässt. Das dürften die verschwundenen Sammler sein. Erlöst sie von ihrem Leid. Es ist ernst, Shashu. Der verdorbene Quaggan wird mehr böses Eis machen und noch mehr von Jormarks Dienern über euer Dorf bringen. Ihr müsst fort. Quaggan kann nicht fort, bevor die Eier geschlüpft sind. Hüter der Vergangenheit Oldu muss helfen. Er weiß viele mächtige Abwehrzauber. Das ist ein Anfang. Eine starke Verteidigung ist immer gut, aber ein starker Angriff wäre vielleicht besser. Kann euer Volk kämpfen? Im Kampf verlieren Quaggan die Kontrolle. Quaggan kämpfen nicht gern. Nur Baruch tut es gern. Es ist peinlich für das Dorf. Also lebt Baruch allein. Baruch könnte vielleicht zurückkommen und kämpfen. Was haltet ihr davon? Sollten wir die Abwehr des Dorfes verstärken oder ihren besten und einzigen Kämpfer rekrutieren? Quaggan mag euch.
Ich werde besser und besser. Hüter der Vergangenheit, Oldu. Shashu sagte, ihr könntet das Dorf mit einem Zauber schützen. Wenn ihr der richtige Qui-Gon seid, sind wir hier, um euch zu helfen.
Quaggan ist Oldu, aber Quaggan braucht magische Steine für das Ritual. Und die sind weit im Norden, verloren für Quaggan. Ihr könnt das Ritual also gar nicht wirken. Doch, Quaggan kann. Jotun haben kraftvolle Steine, die genügen. Aber Jotun sind Fu und wollen Quaggan keine geben. Die Jotun übernehmen wir. Wenn sie nicht helfen wollen, überreden wir sie, ein Schläfchen zu halten, bis ihr fertig seid. Vielleicht haben Quaggan eine Chance. Kommt, Quaggan zeigt euch, wo es die Steine gibt. Die Steine sind ganz oben auf dem Berg. Da sind aber auch Jotun. Geht weiter, Aldo. Wir sorgen dafür, dass ihr heil ankommt. Vorsichtig! Jotun hassen Quaggan und sie geben nie auf. Ich bin wütend! Mann, wo? Funktionieren. Ritual auch. Quaggan wird es schaffen. Ist Hüter Oldu bereit? Bereit anzufangen. Die Steine haben Kraft, doch man muss sie erst bündeln. Quaggan braucht noch etwas. Halt, was ist das? Hey.
Wunderbar. Quaggan hat jetzt, was Quaggan für das Ritual braucht. Quaggan ist von der magischen Kraft des Steins erfüllt. Jetzt kann Quaggan das Dorf beschützen. Das freut mich. Und mit zwei der besten Agenten im Einsatz als Verstärkung wird ihr ja dann so gut gerüstet, wie man's nur sein kann. Quaggan wird Hüter der Vergangenheit Oldu nach Falualo begleiten und das Ritual vorbereiten helfen. Großartig. Wir treffen euch dort. Schaut nur, wie sie zusammenhalten, was auch passiert. Ich wünschte... Ich meine, mein alter Trupp. Ach, egal. Seltene Beute.
Wir sind soweit. Die Eier sind kurz vor dem Schlüpfen und Helfer stehen bereit, um die kleinen Quaggern in Sicherheit zu führen. Wir halten die Eisbrut in Schach, während sie fliehen. Varonos Nariu hat uns ihre besten Kämpfer dagelassen, um die Stellung zu halten. Und sie schlägt ein Loch ins Eis, durch das die anderen schwimmen können. Sehen wir uns an, wie weit sie ist. Kleine Quaggern bereit zu fliehen, sobald kleine Quaggern schwimmen können. Feinde im Wasser, Varonos. Blödes, böses Quaggern Eis. Kann sie spüren. Wo? Quaggern waren so nah dran. Wir machen ein Loch und ihr schwimmt durch. Quaggern will helfen. Quaggern ist nicht hier, um aufzugeben. Danke, danke. Quaggern schaut, dass kleine Quaggern bereit sind, wenn das Eis bricht. Durch. Der Weg ist jetzt frei. Los! Na, was du, Krulos? Hört auf eure Varonos. Schwimmt um euer Leben. Landes Quaggern zu ist direkt hinter euch. Quaggern, Quaggern bleibt an eurer Seite. Schutzwall. Geschafft. Der Schutzwall ist da, aber er genügt nicht. Krieger, verteidigt Falualu. Gruppe, los! Fast durch. Ich bin wütend.
Alle anderen sind fort. Wir übernehmen das jetzt. Folgt ihr eurem Freund. Nein! Quaggan bleibt hier bei euch. Bis zum Ende. Das ist das Ende. Geht, wir decken euch. Also gut. Quaggan stehen für immer an eurer Schuld. Marodeur. Marodeur. Keine Ahnung, wie das richtige Wort heißt. Aber ich hätte jetzt Lust zu marodieren. Na los. Bereit für mehr. Haben wir gut gemacht. Kuh, wie die Quaggan sagen. Die sind vermutlich schon halb in Holbrak, auf dem Weg in ein neues, dauerhaftes Zuhause. Falls sie einen sicheren Ort finden. Nach allem, was wir erlebt haben, bin ich nicht sicher, dass es den überhaupt gibt. Und wenn ja, ob er es auch bleibt. Puh, auf solche Worte. Falualu war schon verloren, bevor wir ankamen. Kommt, hier gibt es nur kaltes, totes Wasser. Suchen wir uns einen belebteren Ort, um auf den nächsten Einsatz zu warten. Ich werde besser und besser. So etwas sieht man selten. Das ist wertvoll.